Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dalbert TV. So, ja, wir hatten ja am Ende der letzten Folge noch ein Wildschwein in der Falle. Das heißt, jetzt fehlt wirklich nur noch ein großes Fleisch. Und ich werde jetzt alles dafür tun, dass wir das hinbekommen. Vorher möchte ich aber einmal hier das erste Pfeilbeil verdrahten. Und das kommt an den Pfeilenstrang für die schweren Zombies dran. Einmal kurz gucken. Passt. Und zwar müsste das, wenn ich mich jetzt nicht irre, dieser hier sein. So, mal kurz gucken, nicht, dass ich da irgendwas abklemme. Drei Stück gehen ab, dann müsste ich da drin sitzen. So, und damit sollte dann das erste Fallbeil so eingestellt sein, dass es auf Zombies geht. Und da würde ich jetzt diese Fallenänderungsklinge reinmachen, dass die 10% mehr Damage macht. Für die zweite Story, jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, ob wir das auch noch aufgewertet bekommen. Ein Motor müsste ich hinkriegen. Sieben Seile, das wird tatsächlich wieder ein Problem, weil ich habe natürlich keine Blätter. Wobei, hier gibt es welche. Nehmen wir die doch mal mit. Okay, versuche ich nochmal drei Mist zu machen. Können wir das schon mal nachladen? Seile, wie viel kriegen wir? Zwei nur. Das ist nicht so viel. Was fehlt uns hier? Eins, zwei und drei. Dann kriegen wir das zumindest schon mal hin. Kann ich die unten wieder nachladen? Und einen Motor wollte ich gerne noch haben. Ja, und dann müssen wir los. Ich würde dann die Kisten unterwegs nochmal einsammeln und dann wirklich primär auf Büsche gehen. Ja, das, was wir machen müssen, damit wir Blätter reinkriegen, dass ich die Geräte hinten nochmal am Laufen halten kann. Und ja, Stoff brauchen wir. Den kann ich ja auch aus Blättern herstellen, glaube ich. Gut, dann lasst uns mal los. Ansonsten so die wichtigsten Vorbereitungen haben wir, ne? Also die Waffen sind alle geladen, Strom läuft, also wir brauchen jetzt hier an der Base streng genommen nichts machen. Ich gehe mal davon aus, dass wir so durchkommen müssten durch die Nacht. Das hört sich nach dem Raben an. Yes! Wo ist der denn ganz hingeflogen? Oh Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, ich mache jetzt einmal die Kiste und dann laufe ich nochmal hin. Der ist auf jeden Fall irgendwo hier hingeflattert. Hier liegt er nicht. Das ist nur ein Schatten. Der hier oben irgendwo. Das kann doch nicht wahr sein. Ne. Der hat sich verabschiedet, wohin auch immer. Ist doch nicht wahr. Da hole ich mir schon mal einen Raben und dann ist er einfach weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Gut, weiter im Text. Von den Büchsen gibt es ja Gott sei Dank mehr als genug. Das ist also kein Problem, beziehungsweise von den Kisten. Holen wir uns ein paar von. Und ich glaube, aus Autos kriegen wir das Zeug auch raus. Ich würde aber tatsächlich nochmal nach hinten in unsere Jagdregion laufen wollen. In der Hoffnung, dass ich da noch mal irgendein Großwild auftreiben kann. Egal welches, Bär, Hirsch, Wildschwein, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, wir kriegen dieses eine große Fleisch noch zusammen. Dass ich da in der Lage bin, den Fleischsack aufzustellen. Das wäre auf jeden Fall noch mal eine richtig coole Nummer. Kann ich die Dinger hier aufheben? Ne, ich glaube, die gehen nicht, ne? Aber die geht. Immer mal gucken, ob man irgendwas sieht. Ein Stoff pro Kiste. Boah, die brauchen so lange zum Aufmachen. Da loote ich eigentlich lieber Autos. Da kriegst du nämlich mehr raus. Ah, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Upp. Habt ihr das auch manchmal, dass der die Waffe nicht nimmt, wenn du drauf drückst? So, großes Fleisch nehmen wir natürlich mit. Und jetzt bin ich auch frohen Mutes, dass wir einen Tier-Respawn haben. Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir ein Wildschwein oder sowas finden werden. Lasst uns mal direkt hochlaufen. Wird nämlich auch gleich dunkel.
Und dann holen wir uns auf dem Rückweg noch ein paar Büsche. Das Jagen mache ich aber lieber dann, wenn es hell ist. Dann sehe ich nämlich auch was. Links, rechts. Das ist nur ein Reh, ne? Geh mal hier nochmal hoch. Ich weiß, dass ich einen Zombie am Hintern habe. Kümmere ich mich gleich drum. Erstmal irgendwo hin, wo man auch was sehen kann. Ich hatte gedacht, es wäre ein Bär, aber es ist nur ein Stein. Ach komm schon. Ein Tierchen, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Laufen wir mal diesmal hier lang. Weil natürlich können wir jetzt noch mal Glück haben und wenn wir gleich zurückkommen, ist noch mal ein Wildschwein in der Falle. Aber da möchte ich mich nicht drauf verlassen, ehrlich gesagt. Ich lasse jetzt auch Eisenbrocken stehen. Wir haben erstmal genug Eisen, genug Kupfer. Nix. Ist auch wieder nur ein Felsen. Komm schon, liebes Spiel. Ein Wildtier. Da hinten. Ein Wolf. Ist ein Wildtier. Nur nicht das, was ich suche. Okay, ich werde mich präziser ausdrücken. Ein Großwildtier, bitte. Ist doch nicht wahr. Nichts. Gut, dann Äste und ab nach Hause. Ich sag's nur ungern, aber da muss ich jetzt echt aufgeben. Das kann ja noch nicht wahr sein. So viel Zeit fürs Jagen investieren und dann nichts kriegen. Und das mit dem Raben riecht mich auch auf. Aber gut. Ist wie es ist. Jetzt wird es eh so dunkel, dass wir gar nichts mehr erkennen können, selbst wenn hier irgendwo was rumrennen würde. Okay, zu Hause anpeilen und los geht's. Yes! Ich habe mich noch nie so über einen Bären gefreut. Oh, der ist ja auch schon da. Machen wir mal Licht an, dann sieht man auch, was hier läuft. Jawollo. Wir haben es geschafft. Müssen wir jetzt nur noch ein paar Blätter sammeln. Und dann können wir gleich zu Hause einfach nochmal einen Fleischsack aufstellen. Habe ich auch ehrlich gesagt gerade gar keinen Plan, wo ich den am besten hinstelle. Muss ich mir noch überlegen. Ich glaube einfach direkt hinter dieses Teil mit den Flammenwerfern, das ist der falsche. Ja, das glaube ich am besten. Einfach da irgendwo auf dem Boden. Da, wo auch die Treppe nach unten geht. Und dann müssen wir mal gucken. Das Problem ist halt einfach, so wie die Base jetzt aufgebaut ist, ist natürlich wieder sehr viel Bereich, den die Jungs kaputt machen können, den ich nicht komplett überblicken kann. Also wo ich echt Schiss vor habe, ist, dass die zum Beispiel hinten bei den Pendeln ein Fundament einreißen, im Vorbeilaufen oder wenn der Riese da zum Beispiel spawnt
und nicht schnell genug down geht, dass der da irgendwas kaputt haut. So, und damit wäre die Wegführung dann hinüber. Als Alternativplan dafür habe ich mir schon überlegt, dass ich vielleicht eine der Wände, die aktuell zwischen den Pushern da lang gezogen sind, austausche gegen eine Tür, dass ich die einfach aufmachen kann, weil durch die Tür kommen ja alle kleinen Zombies durch und wenn die mir hinten irgendwas einreißen, kann ich einfach die Tür aufmachen und dann ist die Wegfindung wieder gegeben. Das sollte eine Sache sein, was wir gleich auf jeden Fall noch hinkriegen können. Und dann, wie gesagt, den Fleischsack, dann hätte ich da schon mal einen Plan B, falls die mir dann hinten irgendwas abreißen. Schaffen sie es natürlich, mir vorne irgendwas abzureißen, dann, gut, durch die Schredder müssen sie trotzdem durch. Da kommen sie jetzt nicht mehr drum rum, selbst wenn sie mir vorne jetzt irgendwo ein Fundament wegreißen. Also ganz ohne Verteidigung stehe ich dann nicht mehr da, das ist vorbei. Aber trotzdem wesentlich weniger, als ich gern hätte. So, komm, wir laufen mal noch ein bisschen hier rüber, dass wir keine Umgebungszombies anlocken. Ich glaube, das dürfte die Welle schon sein. Hey, meine Büsche. Hey, dieses Messer geht so ab. Vielleicht werte ich das auch mal auf Level 10 auf. Entschuldigung. Guckt's euch an. So, wie sieht die Blätterausbeute aus? 200, sehr geil. Dann machen wir hier aus diesem Haufen noch Kleinholz. Und dann geht es zurück nach Hause. Auch mal langsam die Uhr oben im Auge behalten. So viel Zeit ist nicht mehr. Komm, diesen Buschhaufen hier nehme ich auch noch mal mit und dann ist auch wirklich gut. Sehr geil. Nehme ich noch ein paar Steine mit? Nee, komm, ist egal. Das, was wir jetzt haben, reicht. Ist das ein Hirsch? Wo ist er hin? Weißt du, da rennst du 2 Jahre durch die Gegend. Und dann hast du hier einen Hirsch quasi zu Hause. Ich beschwere mich nicht. Wir werden noch so viele Fleischstöcke bauen müssen, so wie es aussieht. Die gehen ja irgendwie ständig kaputt. Länger als ein, zwei Nächte halten die irgendwie nicht. Vielleicht mit der neuen Bauweise schon, wissen wir noch nicht, werden wir sehen. Aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal eins auf Reserve wieder. Ich glaube, zwei gibt es immer raus, wenn das Ding kaputt gemacht wird. Dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. So, dann machen wir einmal die Beete, gehen hoch. Dann würde ich nochmal 6 Wartungskits bauen. Ein paar Seile. Und dann zusehen, dass wir den zweiten Schredder noch gebacken kriegen. Nicht Schredder, das zweite Pfeilbeil, Entschuldigung. Da liegt noch ein Reh drin. Da kommt das Thema auch noch schnell mit. Haben wir. Kann ich nochmal großes Fleisch abkochen, weil das kleine ist jetzt fast leer. Und ich möchte danach eigentlich nur noch großes Fleisch essen, also nicht großes, normales. So, dann lasst uns mal sehen. Seile. Stoffe. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. 6 Wartungskits ist das Ziel. 2. Es mangelt an Gummi, das ist kein Problem. Oh. Wobei, vielleicht ist es doch mittlerweile eins. Herrlich, das hat schon mal geklappt. Dann haben wir gesagt, noch einen Motor, ne? Damit wir das zweite Ding unten aufgewertet bekommen. Nehme ich schon mal mit. Kabel habe ich ja noch. Gehen wir jetzt einmal nach hinten, tauschen die Maschinen nochmal durch. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt noch so aufgewertet bekommen. Drei Kupfer. Bisschen geizig, aber egal. So, Öl läuft auch wieder. Dann sollten wir genug Benzin haben für die nächste Nacht. Das, genau, die laufen noch einmal durch. Habe ich eigentlich noch Benzin in der Tasche? Ja, 8. Das ist richtig gut. Wandeln wir das auch noch schnell um. Kann ich den Flammenwerfer nochmal nachstocken? So. Also, was wollten wir machen? Wir wollten einmal das Ding hier aufwerten.
Geht. Oh nein, ich hatte den Motor schon gebaut. Naja, ist egal. Lieber ein zu viel als ein zu wenig in der Tasche. Ach, das Ding steht ja andersrum, ne? Nee, muss ich einmal runterhüpfen. Und auch der kommt nur für die großen Zombies rein. Weil. Ja, das reicht. Definitiv. Damage Upgrade habe ich dafür jetzt gerade keins. Das kann ich aber eventuell noch bauen. Da müsste ich genug Material für haben. So, das war eine Sache, die wir machen wollten. Was wollte ich noch? Irgendwas war doch noch auf dem Plan. Ach so, genau. Ich wollte gucken wegen den Fundamenten, dass wir die noch weiter aufwerten können. Und den Fleischsack. Viel wichtiger. Ich muss noch mal hoch. Dann gucken wir jetzt doch noch mal wegen dem Pfeilenänderungsmodul. Und dem Fleischsack. Fangen wir damit an, bevor ich den vergesse. Fünf von denen, zwei Stangen noch und Klebeband. Also Klebeband. Das nehmen wir mit, wobei eins kann ich schon mal wieder einlagern. Dann verliere ich das nicht aus Versehen. Fünf von diesen Tierdarm-Dingern. Das sollte passen. Und jetzt noch zwei Stangen. Check. Nochmal gucken. Jetzt fehlt der Eisenbarren, das ist aber kein Problem. Machen wir so. Dann reparieren wir hier nochmal schnell durch. Hinten sind nochmal zwei, die werden wir heute Nacht nämlich brauchen, die Dinger. Und irgendwo flogen noch hier noch Funken da. Perfekt. Ach so, und eine Tür wollte ich noch bauen. Muss ich gleich einmal gucken, was ich für die Tür brauche. Angeschlossen ist es, dies Fallen-Upgrade-Teil. Das war dieses hier, ne? Ein Gummi noch. Kriegen wir hier. So. Da bist du. Herstellen. Und Fleischsack, Tür. Tür fehlt noch. Normale Tür. Ein Seil, ein Holz, ein Brett. Brett, ein Holz und noch ein Seil. Sollte laufen. Dann lasst uns mal gucken. So, fangen wir mit dem Fleischsack an. Den stelle ich hier vorne hin. So, zack. Dann wollte ich hier das Ding reinpacken. War doch richtig, ne? Genau. Und die Tür. Ups. Brauchen wir einmal einen Hammer. Da ist er. Loi. Ja, okay, der kommt gleich. Machen wir das mit der hier. Wobei das eigentlich egal ist. Ich mache das lieber hier vorne. Da bin ich schneller dran. Na, fehlt ein Gummi fürs Upgrade. Na, wer macht da vorne Zicken? Ach, die Alte ist am Fleischsack. Der Alte. Ist schwierig, ohne Haare zu erkennen, was du bist. Lass das Ding in Ruhe. Meiner. Danke. Alter, der Damage da reingehauen. Reparieren wir noch. Ein Gummi wollte ich. Einmal Gummi, bitte. So, dann gehen wir das Ding noch aufwerten. Das war unnötiger Schaden. Und auf Metall hätte ich die Tür dann auch gern. Ups. Und das Fundament davor ist schon auf Metall, sehr geil. Eine Stange fehlt noch. Und das ist auch schon auf Metall.
Sehr gut. So, dann holen wir jetzt noch eine Stange. Ich glaube, für die weiteren Fundament-Upgrades fehlen mehr diese Steine, ne? Dann lasst uns mal gucken, was wir für die Dinger hier noch brauchen. Auch nochmal Stangen. Und zwar jeweils drei. Das heißt, ich brauche eine Stange für die Tür. Und drei Platten gehen verloren. Dann sind noch 12 übrig. Das heißt, ich bräuchte nochmal vier. Ach so, nee, gar nicht wahr. 12. 12 mal 3 wären 36 Stangen und nochmal ein Schwung Nägel. 37 Stangen. Gucken wir mal, ob ich 37 Stangen zusammenkriege. Dann können wir nämlich nochmal ordentlich Fundamente hochpumpen. Also Schwung Nägel. Jawohl. Mal sehen, ob ich das richtig gerechnet habe. Ich nehme noch einen Schwungnägel mit. Wir haben echt wenig Eisenstücke. Upp, das macht mir noch ein bisschen Sorge. Aber sollte trotzdem funktionieren. Also, erst die Tür und dann machen wir mit den Fundamenten weiter. Die Wände sind erstmal uninteressant. Ich meine, wenn diese Wände hier kaputt gehen, wäre ärgerlich, weil die Pusher sie dann runterschmeißen. Aber ich kann sie ja dann trotzdem durch die Fallen schieben. So, was mir jetzt erstmal lieber wäre, wäre auf jeden Fall hier, dass wir den Laufweg vernünftig haben. So, die Tür muss zubleiben. Und dann geht es hier weiter. Und zwar da. Die beiden. Und das Ding. Was braucht man denn für die Pfosten nochmal? Auch Stangen. So, der Übergang ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Das ist aber nicht so schlimm. Zwei Stück können wir noch. Passt genau. So. Bin ich mit zufrieden. Okay, lasst mich kurz überlegen. Bin ich für die Nacht jetzt gut aufgestellt? Also, die Dinger sind da. Ich gucke mal eben die beiden nochmal wegen Nachladen an. Sieht aber gut aus. Passt. Das braucht nicht nachgeladen werden. Die Dinger hier habe ich alle nachgeladen. Passt auch. Das Ding steht unter Strom. Die beiden stehen jetzt unter Strom. Okay. Das nehmen wir mit. Hier wollte ich eigentlich noch eine Wand reingebaut bekommen, ne? Aber da jetzt was aus Stein hinzusetzen, ist auch Kokolores. Das bringt nicht viel, weil die Explosiven werden ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hier vorne platzen. Dann sind die Wände ratzfatz im Eimer. Die gucke ich alle durch hier. Die Fundamente haben nochmal gelitten. Hier ist die Reihe schon doppelt. Und die Wand ist auch in Ordnung. Perfekt. So, Flammenwerfer hat 287 Schuss. 358 sollte reichen. Stachelwerfer sind auch alle glücklich und zufrieden. Die Wand hier wäre noch ein Upgrade wert, wenn ich die Mats dafür hätte. So, gut, dann werde ich jetzt einfach hier vorne noch mal ein paar Autos looten bis zur Horde. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn es hier wieder heißt Horde-Nacht. Und zwar mit Riesen diesmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen für Nacht Nummer 16 wiedersehen. Macht's gut, tschüss.